The Specialist, produziert von Jerry Weintraub. Würde es nicht eher hierauf passen? Und nach diesem tollen Witz begrüße ich euch ganz herzlich zu meiner neuen Filmkritik von The Specialist, einem Erotik-Thriller mit Sharon Stone und Sylvester Stallone. Und ich muss eines dazu sagen, wer es noch nicht weiß, Sylvester Stallone hat ganz am Anfang seiner Karriere schon einmal in einem Sexfilm mitgewirkt. Was glaubt ihr, hat ihm den Spitznamen Italian Stallion eingebracht? Oh Gott, ich fühle mich jetzt so schlecht, weil ich weiß, einige von euch werden jetzt versuchen, an diesen Film ranzukommen. Lasst es! Oh. Anyways, The Specialist, ein Erotik-Thriller. Und was mir auffällt, Sylvester Stallone, irgendwie reimt sich das. Und die Namen im Film, Ray, May, Zufall? Eine der ersten Szenen des Films zeigt, wie Sylvester Stallone auf der Straße von einer Katze verfolgt wird und er nimmt sie dann einfach mit und steigt in einen Bus ein. Erstens, dass der Busfahrer damit vielleicht nicht ganz glücklich ist, ist ihm wurscht, und zweitens, im Hintergrund hört man dann noch das weinende Kind Winky. Abgesehen davon, dass der Teil mit der Katze für die Story absolut uninteressant ist und man sie, glaube ich, im ganzen Film nur noch einmal sieht am Ende aller, oh ja, und die Katze hat überlebt, gell? Gut, fangt schon gut an. Außerdem, was mir sehr toll, was mir wirklich, wirklich gut gefallen hat, ist, Sylvester Stallone verfolgt am Anfang des Films Sharon Stone und man weiß noch nicht so ganz, wieso. Und währenddessen hört er über Kopfhörer Gespräche, die er selbst mit ihr geführt hat. Exposition à la carte, was wollt ihr? Schmerzhafte Exposition, nervige Exposition oder das Hauptmenü mit beidem? Weiß es nicht. Aber das ist boah. Es ist wirklich schmerzhaft, wie einfach einem diese Exposition, diese Geschichte und diese Backstory hier entgegengeworfen wird. Es gibt kaum eine Entwicklung, man sieht einfach Stallone und Stone und im Hintergrund hört man wie in einem Hörspiel, was eigentlich jetzt da der Sinn dahinter ist. Was ich auch ganz wichtig finde, ist zu erwähnen, welche Rolle Sharon Stone in dem Film hat, nämlich hübsch sein. That's it. Weil ich muss gleich sagen, ich habe ein schon fast prinzipielles Problem mit Erotik-Thrillern. Weil es gibt in dem Genre so wenig Filme, die wirklich funktionieren und die wirklich das sind, was sie sein sollen. Bestes Beispiel, Basic Instinct. Knisternde Erotik, geniale Spannung und einfach ein wirklich gelungener Film. The Specialist, dazu kommen wir noch. Aber es wirken viele Erotik-Thriller einfach so, als nehme man eine x-beliebige Thriller-Story, Person XY ist ermordet worden und Detektiv Z muss das herausfinden, und füge alle paar Minuten Nackt- und Sexszenen ein. Das ist kein Erotik-Thriller, das ist Nachtfernsehen, das eigentlich nicht wirklich mehr tut als langweilen. Vor allem, wenn man sich von dem Thriller-Teil zu viel erwartet. Und es ist dann oft nämlich so, dass die Handlung von diesen ganzen Sexszenen unterbrochen wird. Und ja, ich meine unterbrochen. Es ist, irgendeine Krimi-Handlung wird entwickelt. Sexszene. Krimi-Handlung wird entwickelt. Sexszene. Und das passt irgendwie dann kaum zusammen. Und man hat oft den Eindruck, so wie bei Godfrey Ho's Filmen, dass zwei Filme, die miteinander kaum was zu tun haben, nur zusammengeschnitten werden. Und
Genauso eine Art von Sharon Stone-Sploitation bietet auch The Specialist. Nehmen wir wieder eine der ersten paar Szenen, die sie gemeinsam mit Sylvester Stallone hat. Sie telefonieren. Während diesem Telefonat läuft Sharon Stone nackt durch ihre Wohnung. Relevanz für die Story? Null. Relevanz für das männliche Zielpublikum? 100. Und, aber die beste Szene ist immer noch, es kommt dann etwas später im Film wieder ein Telefonat zwischen Sharon Stone und Sylvester Stallone. Und während diesem Telefonat ist jede einzelne Einstellung von Stone so, dass man sie eins zu eins in irgendeinem Erotikmagazin abdrucken könnte. Sie telefoniert mit Sylvester Stallone, regelt sich am Fenster, geht irgendwie vorbei, setzt sich gemütlich hin. Von unten, und ich will nicht wissen, wo sie das in ihrer Wohnung eingebaut hat, bläst Wind in ihr Kleid, sie streicht sich über den Oberschenkel und das alles mit einer akuten Brisanz für die Geschichte natürlich, weil sich die zwei gerade darüber unterhalten, jemanden umzubringen. Und damit das weibliche Publikum auch etwas davon hat, macht Sylvester Stallone oben ohne irgendein Workout. Ja, in einem normalen Thriller hätten sie diesen Dialog in einem Kaffeehaus gemacht und es wäre wesentlich ansprechender und besser inszeniert gewesen. Weil, ganz ehrlich, es passt irgendwie nicht. Und abgesehen davon, es gibt eine ausgedehntere Sexszene zwischen Stallone und Stone, und das spoilere ich euch jetzt einfach mal, aber die Zuneigung, die die beiden füreinander empfinden und warum dieser Thriller eigentlich ein Erotik-Thriller ist, wird im Film nie erklärt. Es passiert einfach. Und gerade deswegen finde ich es bei dem Film oftmals mehr störend als hilfreich für die Story. Und es gibt noch so viel mehr. Oh Gott. Wir haben noch nicht einmal über den Anfang gesprochen. Weil, gehen wir mal die anderen Charaktere durch. Eric Roberts als junger Kerl in dem Film, wirklich witzig, wirklich. Er spielt seine Rolle nicht schlecht und kommt wirklich glaubwürdig und mafiös rüber. Rod Steiger in der Rolle des Mafia-Bosses nicht. Er hat einen einen Akzent. Ich kann gar keine Nationalität nennen. Es ist einfach anstrengend. Es wirkt irgendwie kubanisch, hawaiian. Ich hab keine Ahnung. Es wirkt auf jeden Fall irgendwie südamerikanisch und nervig. Und es sorgt dafür, dass einige Szenen wirklich herrlich unfreiwillig komisch sind. Zum Beispiel, da gibt es eine Szene, wo er um eine gewisse Person, aus Spoilergründen sage ich nicht welche, trauert und das mit diesem Akzent präsentiert und als Zuschauer, man kann fast einfach nur drüber lachen. Es ist so tragisch, es ist so schlimm, aber wie er das präsentiert, unfassbar. Sylvester Stallone ist meiner Meinung nach unter den ganzen Actionstars einer derjenigen, der auch kein schlechter Schauspieler ist. Und wenn man vergleicht mit Dolph Lundgren, Dudikoff, Arnie auch zu einem gewissen Grad, ist Stallone sicher der, der vom schauspielerischen Talent her am meisten drauf hat. Was in meiner Meinung nach, was seine Filme teilweise trotzdem nicht besser macht. Aber Sharon Stone, eh klar, einfach, ja, sie spielt in dem Film sich, so wie sie es in vielen anderen Rollen auch schon gemacht hat, wie zum Beispiel Basic Instinct 2. Aber es gibt einen Schauspieler, der diesen Film rettet und es gibt einen Schauspieler, der wirklich allein dafür sorgt, dass The Specialist unheimlich sehenswert ist. Und das ist James Woods. Man kennt James Woods in einigen Performances schon, wo er die ganze Szene nicht nur aufisst, sondern ich möchte den restlichen Teil nicht erklären, das kann man sich vorstellen. Es ist unglaublich. Die beste Szene, mit Abstand die beste Szene in dem ganzen Film, ist, er wird von der Mafia quasi in die Polizei eingeschleust und soll dort diese Entwicklung, die Ermittlungen leiten und manipulieren oder was auch immer. Und die Polizisten nehmen ihn nicht ernst, und um zu zeigen, dass sie ihn ernst nehmen sollen,
baut er vor ihren Augen aus einem Kugelschreiber eine Bombe mitten im Polizeigebäude. Niemand kommt auf die Idee, ihn auch nur ansatzweise dabei aufhalten zu wollen. Oh nein, schauen alle zu. Ja, toll, er baut weiter und erzählt, ja, und jetzt baue ich da das ein. Und wenn ich jetzt dann da drauf drücke, klick, ist die Bombe scharf. Die Leute schauen wieder, ah, ja, mo schön, in 20 Sekunden sind wir alle tot. Bitte mach weiter, James Woods. Ja, natürlich entschärft er die Bombe dann rechtzeitig, weil sonst würde er ja auch drauf gehen. Aber nicht, dass ihr glaubt, diese Szene hätte irgendeine Konsequenz. Null. Er macht dann einfach weiter in der Ermittlung. Es kommt kein Vorgesetzter oder so zu ihm hin und meint ihm, du geisteskranker Vollidiot, du hättest fast unser halbes Gebäude in die Luft gesprengt. Auf Wiedersehen. Nichts, nada. Und irgendwie macht das die Szene fast noch großartiger. Und eine weitere tolle Szene ist komischerweise wieder mal ein Telefonat. Irgendwie ist das eine Werbung für eine Telefonfirma. Wo James Woods mit Sylvester Stallone telefoniert und während diesem Telefonat einfach so fürchterlich auszuckt und so wahnsinnig wird, dass man als Zuschauer wieder einfach nur lachen muss. Apropos Lachen. Wer möchte, kann diesen Teil jetzt als Spoiler behaftet bezeichnen, weil ich beschreibe jetzt die fünf Hauptbomben, die in diesem Film gelegt werden. Ich versuche das Ganze mit so wenig Details über die Story an sich wie möglich zu beschreiben, um euch einfach so wenig wie möglich vorwegzunehmen. Und es ist einfach nur unglaublich. Beginnen wir mit der ersten Bombe. Die erste Bombe ist in etwa so groß, wird von Sylvester Stallone an einer Tür montiert, in etwa so. Und wenn jemand die Tür öffnet, geht die Bombe hoch und sprengt diesen 150 Kilo Mann quer durch einen gesamten Raum. Muss ein toller Sprengstoff sein, aber das ist noch die harmloseste Bombe. Zweite Bombe. Und jetzt wird es witzig. Ein Mann geht in die Garage, hat ein bisschen einen Verfolgungswahn scheinbar und kontrolliert unter seinem Auto. Findet dort eine Bombe. Entschärft diese Bombe in aller Ruhe, lässt dann den Mitarbeiter von der Garage sein Auto ausparken, während er hinter einem Pfeiler wartet und als Trinkgeld gibt er ihm dann die Bombe. Der Mitarbeiter schaut nicht einen Deut verwirrt oder sonst was, er nimmt die Bombe, aha, ja, das ist eine Bombe. Kann man das essen? Also nicht, dass der irgendwie so panisch... Nein, null, nada, keine Reaktion an sich. Und der Kerl, es wird noch besser, der Kerl fährt dann mit seinem Auto vor, möchte aus der Garage raus, tippt den Code im Zahlenfeld ein und plötzlich blinkt auf diesem Zahlenfeld 9, 8, 7 und nach 1 steht dann da Bye Bye und er fliegt in die Luft. Sylvester Stallone muss dieses Tastenfeld, das an sich über Kabel arbeitet, drahtlos mit einer Bombe vernetzt haben, die unter dem Sitz im Auto des Mannes untergebracht war, musste sich darauf verlassen, dass er nur die eine Bombe ganz unten im Auto findet, weil wenn man sich dann die Explosion genauer anschaut, man merkt auch, dass er mit seinem Sitz nach oben aus dem Auto geschleudert wird. Also die Bombe muss im Auto befestigt werden, die kann nicht im Zahlenfeld gewesen sein, die muss unter dem Sitz gewesen sein. Er muss dann dieses Tastenfeld eben so präpariert haben, dass es bei Code-Eingabe diese Bombe hochjagt, dass es herunterzählt, dass es sogar Bye-Bye schreiben kann und das alles, ohne dass ihn bei dieser öffentlichen Garage auch nur irgendjemand bei seiner Arbeit sieht oder stört. Aber, wir sind erst bei der zweiten Bombe. Ich kann euch sagen, die Bomben werden immer doofer. Dritte Bombe.
in einem Kaffeetässchen. Bombe in einer Kaffeetasse. Und das ist jetzt für die nächsten 30 Sekunden zumindest ein kurzer Spoiler, weil ich muss ein paar Namen erwähnen. Eric Roberts trinkt von diesem Tässchen Kaffee. Dann merkt man, opala, zwischen dem Teller und der Tasse geht so ein Draht spazieren. Oh je, man verdächtigt. Plötzlich macht's bumm. Es haut von diesem gesamten Raum die Tür, das Fenster nach draußen. Eine Feuerwolke geht nach draußen. Es heißt, man konnte Eric Roberts nicht mal mehr mit einem offenen Sarg begraben, weil er so entstellt war. Und Sharon Stone, die in diesem Raum ungefähr 1,5 Meter neben Eric Roberts gestanden ist, hat nichts. Nada. Null. Glaubwürdig. Ich meine, entweder die Bomben in diesem Film sind absoluter Blödsinn oder Sylvester Stallone ist der beste Bombenbauer auf diesem Planeten. Dreimal dürft ihr raten, welche Möglichkeit ich mir denke. Vierte Bombe. Mein Highlight. Absolut unangefochten. Sharon Stone ruft Sylvester Stallone an und sagt ihm, dass die Killer auf dem Weg zu ihm sind. Währenddessen sieht man die Killer in den Lift einsteigen. Killer sind jetzt im Lift und Sylvester Stallone beginnt mit seinem Bombenbauen. Sagen wir 2 Minuten später, und das muss ein wirklich langsamer Lift sein, wenn die in den Stockwerk 2 Minuten brauchen, hat Stallone Folgendes vollbracht. Einer dieser Gangster hebt beim Telefon ab, weil es läutet, und wie er es wieder auflegt, explodiert eine Bombe, die ihn gerade aus dem Fenster nach draußen schleudert. Dann wird eine zweite Bombe angebracht, die, man muss sich das so vorstellen, dieses Hotel hat, hat einzelne Zimmer und Balkone, die so etwas nach draußen gehen. Und eine Bombe hat Stallone so angebracht, dass er genau dieses Zimmer, wo jetzt die Gangster drinnen stehen, an irgendeiner Sollbruchstelle absprengt und das komplette Zimmer mit allen Gangstern nach unten fällt. In 2 Minuten. Und ich wiederhole, entweder die Bomben in diesem Film sind absoluter Schwachsinn oder Sylvester Stallone ist der beste Bombenbauer aller Zeiten. Und ich sage euch, welche Idee ich glaube, das stimmt. Aber auch wenn sie meiner Meinung nach nicht ganz so spektakulär und großartig ist wie die vierte, die fünfte Bombe ist auch noch eine Erwähnung wert. Die letzte Bombe, die Stallone verschickt, und man kann sich vorstellen, wen sie trifft, auch wenn ich es nicht sage, ist in einer Halskette. So ein Ding hängt da dran, so ein Anhänger, und wenn er den öffnet, macht's bumm. Aber es geht noch besser. Der Kerl schafft es, nach dem Öffnen der Bombe bis zur Explosion noch Bastard zu schreien und erst dann zu sterben. Anstatt, dass er die Zeit nimmt und dieses Kettchen fortschleudert. Nein, er hält es in der Hand. Oh nein, ich muss jetzt sterben. Gehen wir zur Schlussszene. Ab sofort, wie gesagt, ich muss jetzt in gewisser Hinsicht das Ende des Films beschreiben. Wer das nicht hören will, springt bitte hierher. James Woods hat Sharon Stone entführt. Sie fragt dann Stallone am Telefon, ob er sich noch an das erinnert, was sie ihm gesagt hat und was sie ihm notiert hat. Er sagt ja. Nächste Szene. Er schaut nach, was sie ihm denn gesagt hat. Natürlich, damit sich auch der letzte, noch so verblödete Zuschauer daran erinnert, aber wenn er schon sagt, ja, ja, ich weiß das eh noch, ich weiß es noch, ja, 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 du hast mir gesagt, dass wir uns heute um 16 Uhr zum Kaffee treffen, ja. Und ganz am Ende
Schlussszene vom Film spielt in dieser Fabrikshalle, wo Sylvester Stallone sich sein Lager aufgeschlagen hat, wo er trainiert, wo auch dieses legendäre Telefonat herausgeführt wurde. Und er erzählt, dass er dieses gesamte Lagerhaus mit Tretminen versehen hat. Außerdem gibt es dann draußen noch einige unmögliche Explosionen, die beispielsweise einen Ventilator exakt durch die Windschutzscheibe eines Autos fliegen lässt oder einen gesamten Teil der Lagerhalle nach unten fallen. James Woods geht dann nach drinnen und schafft es noch natürlich seinen kompletten geskripteten Dialog abzulesen, seinen Dialog darzubieten, bevor er das erste Mal auf seine Tretmine steigt. Wie glücklich. Und dann, ich find das schon toll, dass so Bösewichte in Filmen immer zuerst ihre gesamte Ideologie, ihre gesamte Geschichte erzählen können, bevor sie dann auf die Bombe steigen oder bevor sie dann von irgendwas ausgeschaltet werden. Das ist unfassbar klischeehaft. Und dann natürlich Stallone und Stone können flüchten, kommen davon, bla bla. Im Endeffekt ist The Specialist ein wirklich lahmer Erotik-Thriller. Weder die Erotik knistert, noch der Thrill hat irgendeine Form von Spannung. Der Film ist in erster Linie durch seine unfassbar unglaubwürdigen Bomben und durch James Woods sehenswert. Wer gerne unfreiwillige Komik hat, wer sich gerne bei einem Film wirklich auf eine Art unterhalten möchte, wie man das vielleicht nicht tun sollte bei einer Hollywood-Produktion, der wird mit The Specialist seinen Spaß haben. Und ich weiß eines, ich bereue es auf keinen Fall, dass ich mir den Film angesehen habe. Es war wirklich, wirklich unterhaltsam. Und für alle, die vielleicht freiwillig diese Form von Humor nicht unterstützen, darf ich möglicherweise noch einmal Jerry Weintraub empfehlen.